Herzlich willkommen zu Schröders Nebenwerte-Watchlist. 5 Nebenwerte und ein Experte, Michael Schröder, ist bei mir. Hallo. Hallo. Wir starten mit GFT Technologies. Jede Menge Zahlen, die wir heute besprechen wollen und müssen. Bei GFT wurde die Prognose für dieses Jahr erneut angehoben und für nächstes Jahr gab es auch schon mal einen Ausblick. Was erwartet man denn bei GFT? Ja, bei GFT zeigt sich zumal, dass es sich auch lohnt, eine Aktie öfter zu besprechen, um immer wieder darauf hinzuweisen, dass die operative Entwicklung sehr dynamisch ist. Daneben hat jetzt nicht nur einmal, es ist das dritte Mal, dass die Prognosen hochgesetzt wurden. Von der ursprünglichen Prognose waren wir bei 480 Millionen Umsatz. Jetzt sind wir für das laufende Jahr schon bei 560 prognostizierten Umsatz. 444 waren es im Vorjahr. Man sieht also dynamisches Wachstum beim bereinigten EBITDA. Ähnliche Entwicklung. Letztes Jahr waren es 44 Millionen, die man da erwirtschaftet hat. Jetzt sind wir Anfang des Jahres, war die Prognose 50 Millionen. Jetzt gehen wir schon bei 65 Millionen. Das zeigt, dieser Aufwärtstrend von mittlerweile über 200% seit Jahresanfang ist operativ auch entsprechend unterfüttert. Und das Gute ist, bevor du mich jetzt wieder fragst, das Ende der Fahnenstange ist mit diesem Kurssprung in den letzten Tagen nicht erreicht. Wie gesagt, die Zahlen zeigen ganz einfach, dass das Unternehmen am Puls der Zeit agiert, mit seinen Technologien oder mit seiner Hilfe den Banken, Versicherungen und auch in der Industrie den Sprung in die Digitalisierung zu schaffen, am Puls der Zeit agiert und eben extrem nachgefragt ist. Bei den ganzen Prognoseerhöhungen konnte man eben auch lesen, dass deutlich dynamischere Entwicklung bei der Nachfrage und jetzt auch nach margenstarken Produkten, deswegen jetzt hier der Hieb nach oben auch nochmal etwas deutlicher als im Jahresverlauf, dass die Marge halt hier doch deutlich mitsteigt und beispielsweise Warburg Research hat ein Kursziel von 36 Euro hier jetzt auf 48 Euro hochgesetzt, also sind wir noch deutlich über. Ich habe in den letzten Artikeln geschrieben, dass wir jetzt die 40 Euro anpeilen sollten, das geht jetzt relativ schnell, wir sind jetzt schon bei der 38. Man muss natürlich jetzt auch mal wieder in den nächsten Wochen eine Seitwärtsphase Konsolidierung einplanen, aber alles in allem ist selbst auf diesem Niveau ein Einstieg noch möglich, weil die Aussichten in das kommende Jahr hinein, auch da für 2022 wurde der Ausblick modifiziert auf 20% Umsatzwachstum, 11,5% Marge. Also alles in allem, das Setup steht und die Aktie dürfte auch noch in den kommenden Wochen weiter Spaß bereiten. Das klingt alles wunderbar, habe ich keine Nachfragen an dieser Stelle. Deswegen schauen wir gleich auf Pfeiffer Vakuum. Da möchte ich gerne wissen, wie sind denn die vorläufigen Zahlen ausgefallen, die ja schon vorgelegt wurden? Und auch hier Prognoseanhebung? Prognoseanhebung 1 war hier und der Chart hat immer recht. Prognose ist quasi die Antwort auf deine Frage. Die Prognosen erneut angehoben, einfach mit der Begründung, die Nachfrage aus der Chip-Industrie ist so groß. Die Vakuumpumpen von Pfeiffer Vakuum werden eben in der Branche für die Produktion wichtigen Reinräume eingesetzt. Also hier eine enorme Nachfrage, die eben hier nochmal beim Umsatz sind wir jetzt bei 750 Millionen, haben wir nochmal Schnaps draufgelegt, die Marge bestätigt und man sieht hier die Aktie bricht jetzt aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben aus. Ich weiß nicht, ob wir noch einen längerfristigen Chart dabei haben. Hier würde sich das Ganze mal anbieten, denn man sieht hier recht eindrucksvoll diese Seitwärtsphase im Prinzip breit gefasst gegenüber mehrere Jahre und jetzt zieht sie nach oben raus. Ist eben dieser enorm hohen Nachfrage bei den Zulieferern in der Chipbranche geschuldet und ich bin relativ zuversichtlich, dass wir uns jetzt hier auch nachhaltig erstmal über der 200-Euro-Marke halten werden, weil dieser Zyklus, der dauert dann doch etwas länger, als einige gedacht haben und sollte hier noch für eine nachhaltig hohe Nachfrage in den kommenden Monaten sorgen. Das heißt, wer gezögert hat die ganze Zeit, der kann jetzt trotzdem noch zugreifen. Bei Pfeiffer Vakuum, sagen wir, zählt jetzt nicht direkt zu den absoluten Favoriten beim Aktionär. Da haben wir gleich noch ein anderes Thema, was auch als Zulieferer für die Halbleiterindustrie ist, wo das Chance-Risiko-Verhältnis vielleicht noch etwas interessanter ist. Gut, dann schauen wir gleich weiter. Extron, da hat der Chef ja betont, dass das versandte Wachstum jetzt nicht unbedingt auf den Chipmangel momentan zurückzuführen ist, man auch so eben wächst. Und Zahlen wird es da erst am 4. November geben. Das ist das Beispiel, was ich jetzt gesagt habe. Hier ist das Chance-Risiko-Verhältnis besser. Jetzt hier im Moment sehen wir wieder im Rahmen der Aufwärtsbewegung diese Konsolidierung in Richtung der 200-Tage-Linie und der wichtigen Unterstützung bei 20 Euro. Ist zum Teil eben auch dem geschuldet, dass Analysten jetzt gesagt haben, dass die Wachstumsraten oder das Wachstum im Q3 nicht mehr so dynamisch war wie im Q2. Da ist der Auftragseingang auf 295 Millionen hochgeschnellt, Rekord, beste Auftragseingang in einem Quartal in dieser Dekade. Klar, dass das Wachstum nicht immer so dynamisch und so hoch sein
kann und so tolle Zahlen vermeldet werden. Aber der Trend passt hier weiter. Die werden weiter deutlich wachsen. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob die Umsatzprognose 400, 440 Millionen, 22% Marge, ob da nicht vielleicht doch noch ein bisschen positiv dran gedreht werden kann. Weil ich glaube, dass das Beispiel Pfeiffer jetzt eben auch gezeigt hat, die Nachfrage ist weiter hoch und möglicherweise darf AIXTRON hier auch noch mal einen Schnaps drauflegen. Aber selbst wenn sie es nicht tun, das Interessante ist, hier in diesem Bereich wurde gejodelt und gejubelt, das Unternehmen über den grünen Klee gelobt, Analystenkursziele bis an die 30-Euro-Marke. Im Prinzip hat sich in den letzten Wochen überhaupt nichts geändert, außer dass der Kurs zurückgegangen ist. Und jetzt mit einmal ist wieder ein bisschen Trübsal. Also ich glaube, AIXTRON wird ähnlich wie hier im Juni vielleicht nicht unbedingt mit der Prognose Anpassung, haben wir jetzt gerade thematisiert, aber auf jeden Fall mit guten Zahlen und guten Aussichten daherkommen. Und ich gehe davon aus, dass wir uns dann auch wieder von der 20-Euro-Marke nach oben lösen und möglicherweise dann auch wieder die alten Höchststände ansteuern. Also hier in diesem Bereich eine interessante Einstiegschance, die man natürlich hier in knapp unter der 20-Euro-Marke auch ganz gut absichern könnte. Und auf deraktionär.de wirst du natürlich über die Zahlen berichten, wenn sie dann nächste Woche vorgelegt werden und dann beim übernächsten Mal hoffentlich auch bei uns. Jetzt schauen wir auf S&M Solutions. Wie lange müssen wir uns da noch auf die Zahlen? Ja, die kommen auch im November, aber das Unternehmen hier, man sieht an diesem Chart, langweilig, ja, seltsam langweilig. In der Branche boomte Stratasys jetzt die letzten Wochen in Amerika oder die letzten Tage so in Amerika prozentual zweistellig nach oben rausgezogen. Analystenkursziele haben sich verdoppelt. Und hier, ja, auch hier in der 3D-Druckbranche unterwegs, aber halt in Lübeck ansässig und möglicherweise passt das dem einen oder anderen. Ich glaube, dass hier im Hintergrund in der Aktionärstruktur ziemlich viel gearbeitet wird und operativ sehe ich das Unternehmen weiter auf Kurs. Vielleicht gibt es, hatte ich es schon mal thematisiert, in den Lieferketten kleinere Probleme, aber es sollte das Gesamtbild nicht stören. Die Aufträge, die in Aussicht gestellt wurden, kommen rein. Also ich denke, dass die Zahlen auch passen werden und man sieht, wir haben immer von diesem Niveau knapp um 16,50 Euro immer wieder Aufwärtsbewegungen gesehen. Daher hier jetzt auf dem Niveau, ich hatte es in der letzten Woche oder vor zwei Wochen schon mal dabei und gesagt, es sieht ganz gut aus. Es zieht sich, aber ich bleibe zuversichtlich, dass wir hier den nächsten Peak Richtung 23 Euro schon bald sehen. Und vielleicht ist hier dann in Sachen Aktionärstruktur in den kommenden Wochen auch noch ein bisschen mehr Bewegung. Langfristigen Chart haben wir jetzt hier leider vergessen. Also es ist nicht lange her, wurden Kurse knapp unter 40 Euro bezahlt. Und das Thema SLM Solutions war in den Übernahmerubriken auch sehr, sehr hochfrequentiert. Also alles in allem, um es auf den Punkt zu bringen, hier auf dem Niveau 16, 17 Euro auch wieder interessante Einstiegsgelegenheit. Dann haben wir noch einen letzten Wert für heute, Hornbach Baumarkt in diesem Fall. Da sehen wir jetzt auch den Chart, der, wenn du es gerade bei SLM hatten, langweilig aussieht. Ja, das ist genau das Thema. Hat sich jetzt über das Jahr relativ wenig bewegt. Das ist jetzt der Hornbach Baumarkt, also nicht die Holding und die ganzen Immobilien von Hornbach noch mit drin liegen. Aber das Thema ist insofern interessant, es sind halt extrem günstig, super Kennzahlen, der Buchwert über 45 Euro, Dividendenrendite von 2,5%, ein KGV von 9, ein KUV von 0,2 und dann am Ende tatsächlich auch dieser Chart. Denn wenn wir mal sehen, wenn wir uns jetzt hier über die 40-Euro-Marke hinaus bewegen, haben wir ein massives Kaufsignal. Ich habe es wieder versäumt, auch hier den 5-Jahres-Chart mitzubringen. Dann sieht man, dass die Aktie jetzt hier aus dieser langen, langen Seitwärtsbewegung mit diesen fundamentalen Top-Kennzahlen eben auch wieder in einen neuen Aufwärtstrend übergehen kann. Und eine der Börsenfloskeln, für die man, wenn man jetzt in der Sportsendung wäre, einen Fünfer ins Sparschwein tun müsste, je länger die Konsolidierung, desto dynamischer der Ausbruch. Also mit dem Sprung über die 40-Euro-Marke könnte sich hier tatsächlich ein bisschen was tun. Also jetzt nicht so dynamisch spannend wie die Technologiewerte, über die wir jetzt zuletzt gesprochen haben, aber mal was anderes, was man sich unter Value-Gesichtspunkt möglicherweise auch mal für eine Weile ins Depot legen könnte. Also doch, einige Aktien mit Chancen mit dabei gehabt heute. Alle mit Chancen natürlich. Alle, ja stimmt. War eigentlich fein. Das ist ja sowieso immer der Tenor. Wir stellen ja nur Aktien vor, die Chancen haben, ob sich das Ganze dann am Ende auch so einstellt. Das werden wir in den kommenden Wochen sehen und auch durchaus kommentieren, wenn es da mal nicht so gut gelaufen ist. Wir haben ja ein paar Beispiele in der Vergangenheit auch gehabt, wo es nicht so gut gelaufen ist. Da sei immer noch mal darauf hingewiesen, es gibt den Stoppkurs, um solche Szenarien dann auch abzusichern. Und man muss sein Szenario möglicherweise auch mal nach wenigen Wochen oder Monaten umschreiben, umdenken und neu bewerten. Also daher die nächsten Sendungen, wenn wir wieder aussichtsreiche Kandidaten in jedem Fall dabei haben. Lohnt sich also einzuschalten. Erstmal danke für heute, Michael. Und ihr habt es gehört, also beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei sein. Bis dahin.